Entspannt duschen oder baden, ohne dabei an verbrauchte Wassermengen zu denken. In Schaufling ist genau das momentan nicht möglich. Weil das Wasser bei den Quellschüttungen am Dreitannenriegel dramatisch sinkt, ist die Trinkwasserversorgung in der 1500 Einwohnergemeinde in Gefahr. Doch ohne geht's nicht. Deshalb muss das Wasser jetzt auf Umwegen ins Bergdorf kommen. Zum einen über die Versorgung mit Tankwägen, was natürlich logistisch, organisatorisch eine Riesengeschichte ist, also gar nicht einfach. Und zum anderen versuchen wir, dass wir mit einer zusätzlichen Leitung jetzt kurzfristig von der Gemeinde Lalling, von der Nachbargemeinde, hier den südöstlichen Gemeindebereich erschlagen, damit wir diesen Verbrauch vom Mittel 70 bis 80 Kubikmeter vom Hochbehälter wegbringen, damit wir den umsparen können. Und damit das alles klappt, arbeiten gerade alle unter Hochdruck. Am einen Ortsrand an der Verlegung der Behelfsleitung und am anderen wird der Wasservorrat mit Hilfe von LKWs wieder aufgefüllt. Gerade jetzt im Winter ein eher mühsames Unterfangen, denn der Weg zum Hochbehälter ist steil. Wenn es jetzt schneien anfängt, da haben die eine Leitung gelegt und die bekommen eine Wasserpumpe, dann wird es raufgepumpt. Und die untere Straße, die ist ja geräumt, ne? Da kann man ja rauffahren. Trotzdem ein enormer Aufwand, der natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Geld kostet. Wo es da letztendlich zusammenkommt, hängt von vielen Faktoren ab. Kann man jetzt schlecht sagen, es wird auf alle Fälle schon ein größerer Kostenpunkt. Von dem kann man mal ausgehen, weil man einfach auch den Zeitraum irgendwo im Auge hat, der in Anspruch genommen werden muss. Entspannen tut sich die Situation ja dahingehend, dass man schon somit alles Mögliche, was man machen kann, macht. Natürlich mit den Kosten im Hintergrund. Gerade deshalb bereitet die Wasserknappheit allen Beteiligten Kopfzerbrechen. Trotz alledem geben alle ihr Bestes, um für die Menschen in der kleinen Gemeinde die Wasserversorgung sicherzustellen. Es ist schon anstrengend, aber ich mache es gern. Mir liegt jeder, sagen wir, der wo anruft und nicht, sagen wir, in Not, den möchte ich bedienen. Wir sind eigentlich tagtäglich von früh bis spät, sehr spät, hier ja, auf den Beinen, damit wir das Ganze so gut es geht in den Griff bekommen oder beziehungsweise im Griff halten können. Zeit für anderes ist da eigentlich gar nicht mehr, weil man muss ja auch mit dem Kopf bei der Sache sein. Und weil eben bislang keine Entspannung in Sachen Wasserversorgung in Sicht ist, hatte sich Bürgermeister Robert Bauer an die Bürger gewandt. In einem Rundschreiben bittet das Gemeindeoberhaupt um einen sparsamen Umgang mit dem Rohstoff. Laut ihm würde es bereits helfen, morgens im Bad nur dann den Hahn aufzudrehen, wenn wirklich Wasser gebraucht wird. Oder die Stopptaste bei der Toilette auch tatsächlich mal benutzen. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn sie sich duschen und müssen auf warmes Wasser warten, weil das einfach eine Zeit dauert, bis das warme Wasser kommt, da haben sie einen Eimer in der Dusche und mit diesem Eimer fangen sie das Wasser auf und dieses Wasser nehmen sie dann zum Beispiel für die Klospülung her oder für andere Sachen, wo man ansonsten sauberes Trinkwasser hernehmen würde. Also das sind so Tipps, wo ich wirklich nochmal eingehend appellieren möchte, dass man sich da Gedanken macht, ob der Ernsthaftigkeit der Situation. Und wer jetzt denkt, die Wasserknappheit sei mit dem Regen in den vergangenen Tagen vorbei, der hat sich getäuscht. Um die Reserven in Schaufling wieder auf Normalstand zu bringen, müsste es mindestens 4 Wochen lang durchgehend regnen. Deshalb müssen die Schauflinger wohl noch eine ganze Zeit lang auf Wasser in rauen Mengen verzichten.